Danke, dass ihr alle gekommen seid. Wir sind in großer Gefahr. Denn Death Dolly, das neue Monster, ist in Roblox zurückgekehrt. Was? Wer ist denn Death Dolly? Die krasse Hackerin Todesdolly ist verrückt geworden und will uns hacken und bei Roblox bannen. Freunde, lasst ein Like und ein Abo auf dem Video bis zum Ende gucken. Let's go. Kaspar, was ist los, Broxo? Ich hab's gerade gehört, aber wer ist da an der Tür, frage ich mich. Denkst du, das ist Death Dolly? Okay, Shane, guck grad mal nach. Shane, ja, guck mal, siehst hallo? Du die Fußspuren? Da so blutige Fußspuren auf dem Boden. Oh mein Gott. Was bringt das? Wo geht die hin? Irgendwer ist an der Tür, Kaspar. Was glaubst du, die Person, die an der Tür, glaubst du, die hat Schmerzen oder so? Denkst du, das ist die Death Dolly? Okay, ich würde sagen, das glaube ich nicht, oder? Das ist die nicht. Lass mal Shane folgen, komm, lass mal Shane folgen. Okay. Wir haben jetzt zur Not noch eine Taschenlampe dabei, falls es dunkel werden sollte, ne? Du hast recht, die ist auch echt hilfreich. Aber hast du das so Fußspuren auf dem Boden? Die sind auch voll klein. Shane ist gewachsen, oder? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Hä? Oh mein Gott! Hilfe, sie ist hier! Hä? Wer ist hier jetzt? Death Dolly ist hinter mir, sagt er. Wer ist denn Death Dolly? Sag mal, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich kenne die gar nicht. Ich kenne die auch nicht. Die ist anscheinend noch eine heftigere Hackerin als Elizabeth und Jenna. Was? Und die soll hier irgendwo rumlaufen, oder wie? Ja, irgendwo. Du musst mir helfen. Ihre Fabrik ist ein Albtraum. Was, oh mein Gott! Was ist mit ihm denn los? Der hat den Bannhammer abbekommen. Nein! Was? Das glaube ich nicht. Alter, er hat zu viel geredet anscheinend. Oh mein Gott. Es ist passiert. Oh nein. Da ist die sie. Todesdolly. Oh, da ist sie. Was? Kaspar? Ja. Die sieht ich ein bisschen auf. Ich werde mich rächen. Nein, bitte. Oh mein Gott. Das ist sie. Kaspar, lauf. Lass auf. Hier rein irgendwie in ihr Versteck? Ich würde es nicht gerne in ihr Versteck reingehen, muss ich sagen, ne? Ja. Oh nein. Nein. Da kommt sie. Die ist total schnell. Was ist denn mit der Taschenlampe raus? Hau ab, renn hier, direkt, hier lang, oder? Verstecken irgendwo? Wo denn? Hier lang, bei mir. Hier. Ja. Oh Gott. Nee, da können wir gar nicht zurück. Wir müssen einfach im Kreis laufen. Stimmt, du hast recht. Dolly, hau ab, lass uns in Ruhe. Shane, mach doch was. Mach doch mal was. Oh nein. Die hat mir wehgetan gerade. Die hat mich gebissen. Pass auf, dass sie dich nicht holt. Oh nein, hau mal bitte ab jetzt hier, du blöde Porro-Puppe. Ist so, was ist denn mit hier. Der? Ey, wir müssen denn heute wahrscheinlich Death Dolly aufhalten, ne? Dass sie oder zerstören. Zu bannen. Stimmt. Ja, oder zerstören, das ist so, glaube ich, noch besser. Da bin ich mal ganz gespannt. Ich glaube, sie haben es gleich geschafft, Kaspar. Oh, wie lang denn? Oh nein, sie hat, glaube ich. Nein, sie kann holt, die bitte jetzt rein. Endlich mal abhauen? Was will die denn von uns? Jetzt hier, du blöde Death Dolly. Lass uns Ruhe. Mann, ey, die nervt mich auch. Jetzt weißt du was? Hier oben. Ich muss sagen, weil sie jetzt die ganze Zeit, weil wir sie die ganze Zeit sehen, habe ich gar keine Angst mehr vor der. Guck mal, ich sag jetzt was zu ihr. Du blöde Puppe! Was willst du, hä? Was willst du machen? Nee, ich habe noch Angst vor der. Willst du mir wehtun oder was? Die hat schon fast gerade eine geholt. Oh Gott, sie ist weg! Sie ist echt weg. Oh mein Gott, ich glaube, die hat Angst vor mir. Ich leben, aber geh weg von meiner Fabrik, sagt sie. Oder sonst. Oh mein Gott, ihr wisst, was das heißt. Ihr wisst, richtig schlimm werden, Kaspar. Shane, pass auf, wir müssen jetzt die Fabrik finden und diese Experimente stoppen. Das kann nicht mehr so weitergehen. Sie kann nicht hier alle Leute wegbannen. Vor allem bannt die auch direkt, weißt du, was soll das denn? Dann kannst du es nie wieder spielen. Chef, du darfst nie wieder Roblox spielen. Oh, bitte sag das nicht. Das darfst du nicht sagen. Nein. Oh, ganz leise. Allgemein jung, sagt er. Okay. Wow, jetzt Jenna, Kaspar. Jenna, aber auch Jenna auch. Oh mein Gott, glaubst du, Jenna wurde hergestellt von der Death Dolly? Nein, du kennst auch Jenna. Ja, aber glaubst du, die wurde hergestellt von der Death Dolly oder sowas? Nein, ich glaube eher, dass vielleicht Jenna die hergestellt, Death Dolly hergestellt hat. Ich glaube nicht, dass die Puppe jemanden hergestellt hat. Ich glaube, sie hat das Jenna. Das kann auch sein. Aber wir können sie nicht hören. Aber sie kann auf jeden Fall Jenna? Auch keinen Hackern, weil wir haben Hörst ja in ein Story Jenna besiegt. Ja, safe. Jenna, die Hackerin, ne? Die ist echt ganz, ganz gefährlich. Ja, lass mal ganz kurz die Batterien finden, damit wir ihr Mikrofon anmachen können. Na, okay. Aber das sieht auch so aus, das sieht ein bisschen so aus, als wäre die eingefangen da vorne. Nur schnell 10 Batterien, Kaspar. Ja, zack, da habe ich. Sehr gut, nochmal. So, noch zwei Stück. Eine noch, zack, das war's. Okay. Alle gefunden. Hä, guck mal, die sind doch auch gefangen. Jenna ist gefesselt. Ja, natürlich ist Jenna gefesselt. Ja, die hat die Hände auf den Rücken. Oh. Hä? Was? Es ist ich. Ich bin's, Jenna. Death Dolly hat mich hier eingefangen und greift jeden an. Was? Was? Oh mein Gott. Und sie bannt auch jeden. Hä? Okay. Auch nicht schlecht. Aber bedeutet das, dass sie eigentlich gut ist? Weil sie hat ja Jenna eingefangen und die ist ja eine Hackerin, weißt du? Du hast recht. Jenna ist ja eigentlich böse.
Aber Jenna sagt, sie möchte anscheinend der einzige Hacker sein. Was? Aber Jenna, du, wieso hackst du denn überhaupt? Geh durch die Tore, sagt sie, um hier zu entkommen. Durch welche Tore? Ah, durch das. Da, ja, okay. Lass mal durchgehen, dann können wir hier entkommen. Ich hab Angst, ey. Eingesperrt. Ja, ja, vielleicht können wir Jenna später, vielleicht sehen wir die später auch nochmal wieder. Guck mal, so eine Obby hier, ne? Da ist voll viel Säure. Oh mein Gott. Meinst du, das ist so Hackersäure? Das könnte sein, ich glaub, ne? Ich schon, aber wir müssen auf jeden Fall die Obby meistern. Wir haben keine Wahl. Zack. Okay, du gehst jetzt drauf, Kasper. Die ist echt richtig leicht. Nein, das ist richtig leicht. Ey, ich muss sagen, ich habe ein bisschen geübt, ne? Ich bin mittlerweile ein kleiner Obby-King. Ja, was? Im Urlaub, oder wann hast du geübt? Ja, ja, ich habe heimlich gespielt. Das war mir natürlich wieder klar. Mann, ich bin draufgegangen. So, ich hab's auf jeden Fall geschafft. Ich bin auf einer Bananenschale ausgerutscht, ich hab's auch geschafft. Mein Gott, ey. Warte mal, sollen wir jetzt hier dran warten? Hier rein, schnell. Hier rein! Oder? Hier rein! Nein, oder? Komm doch rein hier jetzt! Oh Gott. Das. Oh nein. Das war richtig, das war richtig. Das war locker als falsch. Das war jetzt das war richtig. Falsch, dass wir da reingegangen sind. Weil ich auf dich gehört hab. Das war richtig. Okay, das war Alter, es sind voll viele gestorben. Hä? Weil die nicht da reingegangen sind. Stimmt, wo sind wir jetzt aber? So ein Eisparadies. Wir sind, glaub ich, das ist, glaube ich, die Death Dolly World. Ja, guck mal, hier sind auch so Matrix-Blöcke und sowas, ne? So Hacker-Blöcke. Ja, ich glaube, wir haben uns in ein neues Universum teleportiert. Kann das Minions! Sein? Was? Die Minions von ihr? Die Death Dolly Minions. Oh oh, ich glaube, wir müssen die auf jeden Fall bekämpfen. Nein, bitte nicht. Attacke, Kasper. Okay, ich bin ready. Schnell, komm mal her hier. Laufen können. Schnell. Zack. Oh nein, jetzt fängt. Wir fangen an zu laufen. Hau die. Bam, hau die doch kaputt da jetzt. Ja, er ist weg. Sehr schön. Ey, das ging ja so schnell. Sehr gut, Alter, wir sind solche Profis. Und jetzt ist der Tunnel frei. Guck mal. Ja, lass durchgehen. Ja, okay, let's go. Oh nein. Gott. Der Stolli hat einen Überblick. Und guck mal, drei Kameras sind schon ausgegangen. Guck mal, wie viele Kameras da noch übrig sind. Sie kommen näher. Ich muss eine Verteidigung einrichten. Oh, verdammt. Wenn das nicht funktioniert, muss ich sie selber töten. Nein, jetzt wird sie Fallen bauen. Nein. Als ob. Oh nein, jetzt wird sie Fallen bauen. Hey, guck mal, da ist der Tunnel. Ja, ja. Können wir da rein? Wie die Welt aussieht. Es sieht auch, als würde sich die Welt verändern oder sowas, ne? Als würde sie schwerer werden. Oh. Ja, stimmt. Als würde sie. Oh nein. Oh nein. Es sind zwei. Oh Löcher. Mein Gott. Welches ist das Richtige, ist die Frage. Eins davon geht in die richtige Welt. Was machen wir? Ich kann mal in die Kommentare schreiben, Leute, ob wir links oder rechts reingehen sollen. Ich sag, es ist das linke Loch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es das linke ist. Ich sag, das ist das rechte. Der mit der Kugel. Nein, sag ich auch das rechte. Das rechte! Oh! Und? Oh nein! Ich belebe mich jetzt wieder. Ich mich auch. Auf falsche Fährte geführt. Ah, ich habe doch gesagt, es ist das linke. Ey, hörst du mir bitte mal zu? Heute warst du irgendwie umgekehrte Psychologie. Ich merke das schon. Ja, ich bin heute ziemlich gut drauf. Jetzt sind wir alleine, weil wir uns alle in die falsche Fährte geführt. Ja, wir sind nur noch wir beide, Brox. Und wir müssen das auch schaffen. Okay, dann komm, lass uns das schaffen jetzt hier. Hier rüber, nicht drauf gehen. Ich zeig dir mal, wie der Obby King das macht hier, Alter. Zack. Die Obby der Unterwelt ist das. Oh mein Gott, das ist ganz schön. Der sich schon respawnen musste, ja. War du selber? Du musst dich selber eingeholt. Was hast du eingeholt? Ich bin komplett vor dir. Ja. Du bist ja richtig schlecht. Guck mal, ich kann sogar. Ich spiel Baseballschläger. Alter, was willst du machen, ne? Ich spiel Baseballschläger mit deinem Augäpfel. Ich mach jetzt gleich mal den hier. Geh weg. Geh weg. Hör auf. Aber guck mal, hier ist dieses riesige Tor. Lass mal aufmachen. Lass mal durchgehen. Wow! Guck mal, da ist Todesdolly. Siehst du sie? Todesdolly, Kasper, ich sehe. Oh mein Gott! Pass auf, die greift an! Nein, sag jetzt nicht, die will uns jetzt holen, oder? Die will uns töten, weil wir es geschafft haben, hier zu entkommen bisher. Ihre Verteidigung hat es nicht. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt wegbleiben von meiner Peggy. Oh nein! Jetzt wirst du dafür bezahlen mit deinem Leben. Bitte nicht! Das werden wir auf jeden Fall sehen, Dolly, ne? Ist so, du Monster! Ist so, du. Oh nein! Da kommt sie! Pass auf, lass aufteilen! Dann kann sie nur einen holen. Pass auf! Oh nein! Sprinten, immer schön sprinten! Oh Gott! Hoch! Ja, locker! Drei! Oh mein Gott, Alter! Das war knapp! Okay, lass uns hier schnell, wenn Lava weg ist, jetzt! Jetzt! Auf sie! Ran! Auf sie! Jetzt! Bam! Bam! Ja! Bam, sehr gut, das Leben geht weg von ihr. Ja. Boss Gesundheit oben geht weg. Sehr gut. Immer schön ein bisschen Schaden machen. Hier nochmal, komm. Wow. Okay, es geht wieder los, Lauf. Weg. Da irgendwelche Attacken gegen uns. Lava. Okay, alles gut. Ich weiß. Ich hab die Lava auch jetzt überstanden. Ey, jetzt direkt ready.
Ich bin okay, ready. Und los! Mein Baseballschläger. Oh, und los! Und zack! Zack, 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 zack. Ich kann. Ich auch. Ich schlag. Wir haben schon die Hälfte. Alter, ich hab voll die gute Taktik. Ich auch. Voll die gute Taktik. Oh nein. Die Hälfte des Lebens ist weg. Oh, das heißt noch ein oder zwei Mal. Ja, würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. So, oh mein Gott, guck mal, wo ich drauf bin. Guck mal, wo ich drauf bin. Hä? Ich bin hier auf so einer Tonne. Und, oh mein Gott, einfach rübergesprungen. Okay, schnell hin, schnell hin, schnell. Okay, jetzt, 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 jetzt. Bam, 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 bam. Mach ich denn überhaupt Schaden? Wir sind diesmal nicht so gut. Nee, komm schon, weiter, weiter, weiter. Wir haben es fast. Nein! Oh, noch ein kleines bisschen, um die Dolly zu holen. Ganz, ganz wenig nur noch. Ja, ich bin direkt ready, ich bin direkt ready, du auch. Ich bin direkt ready. Okay, jetzt holen wir sie. Das war's mit dir, Todes-Dolly. Glaub mir, ich hasse die sowieso, ich hasse Puppen. Jetzt! Ich hasse Hackerinnen. Los! Los! Ja! Hä? Die ist voll wieder klein. Die ist wieder klein geworden. Ich kann's nicht glauben. Ihr habt mich zerstört. Ja! Die stärkste Hackerin in ganz Roblox. Mich! Was? Wir haben's geschafft, Roxo! Wir haben's echt geschafft. Was? Alles, was ich nur wollte, war Rache an einer Person. Das hast du mir genommen. Was? Ja, glaub mir. Es war es nicht wert. Es war es nicht wert. Der Stolly, lass los. Lass es los. Rache ist nicht gut. Ja. Ist so. Ich habe einen Deal für dich. Was denn für ein Deal? Und was denn? Du lässt mich ein letztes Mal die Person hacken. Und dann werde ich für immer aufhören. Oder was? Oder was? Du packst mich ins Gefängnis, aber dann kommen meine Freunde und werden dich in Zukunft angreifen. Okay, was sollen wir machen? Was machen wir denn jetzt? Ich sag, wir sollen sie ins Gefängnis packen. Ja, ab mit ihr ins Gefängnis. Ab in Knast mit ihr, sag mal. Der Stolly. Hier wird nicht einmal mehr gehackt. Ja, stimmt, die wird uns hacken, ne? Jeder Stier ist gleich wert. Das solltest du wissen. Wir müssen unsere Roblox hier schützen, Kaspar. Unsere Mitspieler. Oh yes, unsere Freunde ihrer zugucken. Müssen wir alle schützen. Bitte, es wird sich auf lange Sicht lohnen. Nein, du wirst niemanden mehr bannen. Niemals wirst du. Die Polizei kommt. Die ist unterwegs, da oben der Helikopter. Weg. Auf Wiedersehen, Dolly. Mach's gut. Freunde, wir haben es auf jeden Fall geschafft, da zu entkommen. Die Hackerin ist jetzt im Knast. Ihr könnt alle sicher sein, ihr werdet nicht mehr gebannt. Du, Gewaltcheck 1, wenn du mal Videos aus, wir sehen uns morgen im nächsten Video. Lasst ein Like und auch ein Abo da. Viel Spaß und ciao, ciao.